Und hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Kennt ihr noch? Heute was Balcom Software, das war doch Capcom. Ne, Konami kommt das doch. Na, geh mal weg hier. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Kennt ihr noch? Und zwar dieses hier, dieses wunderschöne kleine Spiel Buggy O'Hare. Ich möchte euch mit euch gern gleich noch etwas drüber erzählen, aber erstmal gehen wir auf Game starten. Oder nein, ich erzähle es euch jetzt und kann ich mich wenigstens in Ruhe aufs Zeug konzentrieren. Dieses Spiel erschien am 18. Februar 93 in Europa und ich hatte es mir dort auch gekauft, wo es rauskam. Ja, und das Ganze basiert auf einem Comic aus dem Jahre von 78 von Larry Hama. Und 91 und 92 wurde es als US-amerikanisches Zeichentrick-Fernsehserie produziert. Es gab davon nur 13 Folgen, die je 20 Minuten gelaufen sind. Die waren aber gar nicht mal so schlecht, muss ich dazu sagen. Ich will nicht so viel jetzt zeigen davon hier. Okay, ich will aber nur mal sagen, so liebe Freunde und herzlich willkommen zu Kennt ihr noch? Und zwar Buggy O'Hare, das erste Spiel auf dem NES, was ohne zu ruckeln gelaufen ist. Ja, das war das allererste Spiel. Gut, wir gehen einfach mal auf Game Start. Mann, du Mäder. Buggy O'Hare und seine Crew Blinky, Deadeye, Jenny und Willy kämpften für die Sicherheit des ganzen Universums. Gegen die, was, Tutmenyes, und wie die sich nennen, ja. Eines Tages wurde Buggys Crew angegriffen. Oder? Ungefähr. Eines Tages wurde Buggys Crew der Gerechtigkeit von irgendetwas oder von ihnen angegriffen. Die todskidnappten Buggys Crew. Blinky wird gefangen auf dem grünen Planeten. Deadeye wurde auf den roten Planeten geworfen. Jenny wird festgehalten auf dem blauen Planeten. Und Willy wird festgehalten auf dem gelben Planeten. Herr Marshall. Buggy O'Hare. Deine Freunde gehören mir und du bist der Nächste. Buggy flüchtete vor der Tor-Armada. Beim Hausen namens Whisker, was? Du bist eine Crew retten! Ja! Enslavement. Von dem. Enslavement, was bedeutet Enslavement? Von Enslavement durch die schrecklichen Grünen. So, okay, genug übersetzt. Okay, jetzt will ich mit euch mal spielen. Und zwar den grünen Planeten wollen wir mal einspielen. Das wird wieder ein sehr, sehr kurzes, weil ich möchte mit euch wirklich bloß als 5 Minuten spielen. Ich liebe dieses Spiel. Ui, das ist springen, das ist schießen. Und wir müssen natürlich auch ballern, wie die hören. Hui, jaba! Stirb, Kröte! Stirb, eine grausame Methode! Ach nein, so war's ja. Dann haben wir noch, das können wir alles noch aufrüsten. Das sind noch so Special Moves. Finde ich cool. Und nach unten schießen können wir auch. Und nach unten schießen können wir auch. Und nach unten schießen können wir auch. Zack. Ja, nach unten springen können wir auch. Mist. Sau. Hässliche. Okay, die Feinde sind immer wieder respawned. Mist. So. Yeah. So. Mann. Nach unten schießen sollst du, Junge. Junge. Und wir können das natürlich auch sehr, sehr aufleveln. Nur durch solche Dinger, glaube ich, ja. Und da können wir natürlich auch noch unsere Spezialfähigkeiten noch etwas erhöhen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel früher schon gewesen. Sowas könnten sie mal remastern, aber sowas... Scheiße. Aber sowas remastern sie natürlich nicht. Sämtlichen Forts, außer sowas Schönes hier. Okay, bei mir, ja, na gut, so bekannt war es ja auch nicht, außer Anfang der 90er. Scheiße. Also, außer Anfang der 90er, wo die Trickfilmserie einigermaßen populär in Europa war. Und besser gesagt in Deutschland. Wie gesagt, ich hab's auch angeschaltet, wo ich schon ein bisschen älter war. Ich hab mir auch das Spiel gekauft, wo es rauskam. Haha. Aber ich fand die Trickfilmserie gar nicht mehr so schlecht. Muss ich echt zugeben. Sie hat Laune gemacht. Genau wie das Spiel hier. Wie gesagt, das erste NES-Spiel, was ohne Ruckeln gelaufen ist. Ohne Rockeln und... Manu. Ohne Rockeln und Zuckeln. Mann, so manchmal oben sein, ja. Ah, jetzt. Ups. Cool, ne? Ich hab's voll drauf. So, jetzt kommen die etwas schwereren langsam Gegner.
So, hier stürzt alles ein. Ach nein, wir gehen mal hier oben lang. Scheiß doch auf, nein, ich trottel. Aber wir haben es geschafft, etwas mehr Power zu bekommen. Ich hing jetzt irgendwie fest. Aber jetzt haben wir mehr Power, das ist schön mal gut. So. Das war jetzt auch meine komplette Blödheit, oder? Okay, wenn wir Game Over sind, höre ich auf. Ja, ist aber wirklich ein schönes Spiel, das macht wirklich Spaß. Muss ich immer wieder zugeben. Nein! Du kleine Missgeburt! Du höllisches kleines Wesen! So. Ach du Gott. Nein, es ist nur zu heiß. Okay, jetzt habe ich gedacht, das stürzt ab. So. Oh, jetzt habe ich gedacht, da kann ich runter. Okili, Tokili. Und wir machen jetzt hier Rüperli. So, wir schießen mal. Ja. Schön, ne? Da drüben das Power-Up holen wir uns mal nicht. Muss ich mal so dazu sagen. Ja, wir sind Baggio her. Ach, das kann ich mir jetzt in so richtig geilen 3D-Grafik richtig gut vorstellen. Muss ich mal so sagen. Ah! Du Scheißhaufen. Okay, und hier durch. Ach, das war der Furz. Okay, auf geht's. Wo mussten wir hin? Ich glaube, wir mussten mehr mittig bleiben. Dann ging das auch. Dann kommt man hier eigentlich ziemlich recht easy durch. Es ist schon ein paar Jahre schon her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Muss ich echt nicht ehrlich zugeben. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt kommen wir gleich bis zum Loot-Design theoretisch. Und jetzt haben wir ein Leben verpasst. Oder eher Lebensenergie. Da drüben haben wir uns auch eine Lebensenergie verpasst. Scheiße im Kleister. Jetzt kommt auch gleich der erste Endgegner. Ach nein, jetzt mussten wir erstmal hier durch. Okay, aber wir konnten ja über die Dinger drüber, ja. Ach naja, egal. So, zack, 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 ouch. Zack, 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 ouch. Zack, 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 zack. Wenn man erwischt wird, bleibt man in der Grafik fluffig hängen und fällt runter. In die ganzen Abgründe hier. Diese Abgründe des Wahnsinns. Ah, Lebensenergie, Lebensenergie, Baby. So. Okay, da ist Endgegner. Hier ist er. Unser Freund. Ah, ja, ach ja. Wir müssen hier wieder drüber springen. Ach so, ja, ja, genau. Na, Mann. Okay, der war doch gar nicht so schwer, wenn es nicht stinkt. Ach so, ja, der hat ja einen One-Hit-Kill gemacht. Genau. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie er ging. So, wir gucken hier durch und dann wirft er ja nach vorne und hier sind wir einigermaßen safe. Ups. Auatsch. Okay, ich glaube nicht, wir werden ihn nicht mehr schaffen. Ach, Mann. Ach, Mann. Okay, sieht doch ganz gut aus, unsere Lebensenergie. Man kann nicht meckern. Autsch. Sag mal, gehst du mal sterben, du kleiner Wiederbrust? Jawohl, haben wir doch. Das war Gegner Nummer 1. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad, muss ich dazu sagen, in diesem Spiel. Es ist halt so, wie es ist. Es wird von Mal zu Mal immer schwerer. Es gibt auch ein paar unfaire Stellen, gibt's. Das ist ja ganz normal, wie in jedem Spiel. Aber trotzdem hat es saumäßig Spaß gemacht. Ach, danke, Kapitän. Du hast mich gerettet von der bösen Todwaffe. Sie wollte mich kaputt hauen. Mit dem Eisstein. Aha. Was? Es ist, du hast einen Raketenrucksack, Kapitän O'Hare. Und du kannst damit jetzt fliegen. Passwort L7JZ3. Das ist der rote, der blaue und der gelbe Planet. Wollen wir mal schnell was zeigen hier? Komm, wir zeigen mal schnell den roten Planet noch, aber dann soll es dann wirklich mal gewesen sein, wa? Jetzt können wir es nämlich auch verwandeln mit Select, genau. So, er kann nämlich fliegen hier. Cool, ne? Und die Schlimme war ja, der Hintergrund hat uns in diesem Spiel auch noch angegriffen, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ich spuck dir auf den Kopf. So. Und rüber, ja, sag ich doch, sogar aus dem Hintergrund. Das hat ja eine sehr, sehr gute Wertung gehabt, dieses Spiel. Durch dieses Feature, was in so wenigen Spielen, außer kennt ihr noch Rocket Knight Adventures. Das erste Spiel, das in 2,5D war, wo man mit Vorder- und Hintergrund agieren konnte. Bah, scheiße! Wo man im Vorder- und Hintergrund agieren konnte. Das war auch ein richtig geiles Spiel, dazu werde ich auch mal noch ein Video machen. Also 100%ig werde ich dazu noch ein Video machen. Da. Okay, jetzt muss man ein bisschen mehr aufpassen hier. Ups! Na klar. Ich kann mich genau dort reinstellen, ich will Horst. Na klar. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. So, okay.
Das war ziemlich schwierig. Da gab es dann als nächstes hier eine Stelle, die war nicht gerade ohne. Da kann ich mich doch irgendwie so dunkel dran erinnern. Das war so ein kleines Labyrinth-mäßiges. Das weiß ich noch. So, wenn wir dann hinüber sind, nicht, dann hören wir mal auf. Und dann endet dann auch dieser, klack, dieser kleine Spieletipp hier. Okay, wir müssen zurück verwandeln. Zack. Buggy Ohe wird das, glaube ich, schon richten. Zack. Zack. So, okay. Wir brauchen den Kleinen, der ist hier besser. So. Ups. Hm? Voll der Probe, was? Ich weiß doch alles, ich weiß doch alles, ich bin zu schlau. Ich muss aufpassen, wenn man so an die Stacheln rankommt, hat man einen sofortigen Instant-Tod. So, war doch was. Ah ja. Arschloch. So, okay. Jetzt springen wir mal, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Das Leben holen wir uns mal nicht. Das ist keine Zeit für so einen Schrott. Zack. Ach man. Ja, wir heben ab. Wir sind Blinky. Wir heben ab. Wir sind Buggy. Das Spiel ist doch sowas von Buggy. So. Okay, das war das komische Labyrinth. Ich glaube, hier werde ich jetzt elendig versorgen, weil ich weiß nicht mehr, wo man hier lang müsste. Nein! Hey, ah, jetzt bin ich tot. Naja. Ja, das war hier schwierig. Da kann ich mich dran erinnern. Da hing ich lang dran, um das zu schaffen. Das weiß ich noch. Okay. Na gut, das soll's dann mal gewesen sein. Ach nein, wir haben noch ein Leben. Okay, liebe Freunde. Aber das soll's dann hier mal gewesen sein mit Buggy O'Hare und seine tollkühne Crew. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Also, wie gesagt, die Spiele kann man ja immer noch spielen. Es ist nicht so, dass sie aus der Welt sind. Muss ich immer wieder dazu sagen, nicht? Hey, wir haben es geschafft. Aber jetzt. So. Okay, wir haben den kleinen Buggy und der springt jetzt mal hier hoch. So. Gut, mit dem kleinen hat man es nämlich geschafft. Ich muss mal genau abpassen. Und zwar genau hier. Zack. So. Ups. Ups. In guter alter Mega Man-Manier haben wir uns hier durchgekämpft. Mega Man, aber das war so ein Spiel, das habe ich mein Leben noch nie durchgespielt, hier. Aber wenn ihr es geschafft habt, dann gut ab. Das ist ein Spiel, das habe ich nie geschafft. So. So. Muss man genau mal abpassen. Das war mal ein cooles Spiel. Meine Fresse. Ups, Kuppe geschafft. Mann, ich bin doch auch ein Pro. Ein Obenbrot. Ach nein, hier unten wird's ja. Ach ja, jetzt bewegt sich schon die ganze Scheiße hier. Ich erinnere mich wieder, wir durften nicht hier rankommen. Wir mussten versuchen, irgendwie hier raufzukommen. Ohne dabei elendig zugrunde zu gehen. So, wenn wir an die Dinger kommen, hatten wir auch sofort einen Instant-Tod. So, jetzt machen wir hier einen Hopser. Geh weg, du alter Wiederwurst! Hallo? Jetzt. Okay, jips. So. Es geht jetzt auf hier. So, genau. Und jetzt hier rauf. Und jetzt hier rauf. Und hier. Und jups! Mann, ich hab doch geschossen. Und hier. Ich hab klassisch durch ihn durchgeschossen. Ich bin aber auch ein guter Spieler. Na egal. So. Das soll ja auch bloß mal ein Kennt ihr noch werden und kein Let's Play. Das ist aber ein wirklich geiles Spiel. Macht Spaß. Ups, okay, und wir sind durch. Ah, der Furz. So, ich hoffe, es reicht. Okay, das war jetzt mit der Dämlichkeit. Okay, dann machen wir hier mal mit dem Buggy. Buggy O'Hare, ein geiles Spiel. So.
Lex mir am Arsch! Na, Lex mir am Arsch! Ich komme noch raus! Okay, jetzt. Hupsala, das war jetzt aber eng, du. Das war eng wie meine Ex. Entschuldigung. Hupsala. Ah ja, das war... Upsala, das war ja da Quatsch. Und hier drauf. So. Okili togili. Ach so, ja. Naja, das war ja das. So. Okay, jetzt wird er hier drauf. Mann, war das wirklich so übel. Eieieiei. Nein! Okay, aber jetzt sind wir Game Over. Es ist ja nicht schlimm, liebe Freunde. Das sollt ihr bloß mal ein Kennt ihr werden. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und bis später, liebe Freunde. Ciao! Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.